Also für mich ist ja wichtig, dass Gesundheit schmeckt. Und hier, das ist ein bisschen ein neues Feld, das ich da betrete, oder eigentlich ein neues Feld, weil das ist für kurze Zeit, sieht man, wie die Natur diese, sagen wir mal, diese Apotheke aus dem Boden bringt. Und dann geht es auch wieder weg. Und wenn man da einen Experten hat, der diese einzelnen Wildkräuter sammelt, sie vorsichtig trocknet, damit sie möglichst viel Gesundheit speichern können, dann finde ich das einmalig, weil schmecken denn die ja. Das Erste ist eine große Unwissenheit, dass in der freien Natur ein großes Ernährungspotenzial überhaupt vorhanden wäre. Wobei diese wild wachsenden Kräuter oft bedeuten, mehr Inhaltsstoffe haben, Vitamin, Eiweißgehalt zum Beispiel, um das Vielfache höher als wie die ganzen Gemüsearten, die eigentlich ja zum Teil von Wildpflanzen abstammen, eben vorhanden sind. Die Wildkräuterwochen, die werden heuer zum 11. Mal organisiert. Der Otto vom Hidalgo hat die Wildkräuterwochen am Anfang initiiert und grundsätzlich sind sie eigentlich, um die Vorsaison ein bisschen zu beleben und interessant, sei es für Gäste als auch für Einheimische. Wir haben ja schon vor 30 Jahren mit Wildkräuter gearbeitet, damals mit dem Chefkoch Portello Flavio, der eigentlich damals schon in die Wiesen und in die Wälder gegangen ist, Wildkräuter sammeln. Und man hat gesehen, wie gut das eigentlich umkommt. Und vor 11 Jahren haben wir eigentlich mit einer Gruppe von anderen Restaurateuren, Lana und Umgebung, angefangen, Wildkräuterwochen zu organisieren, was eigentlich auch ein ziemlich großer Erfolg war. Länger auf die Folter spannen und schlafen.